Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video, beziehungsweise guten Morgen, denn wir haben es kurz vor sieben, so 2 Minuten vor sieben, und ich warte jetzt noch auf die Caro, sie braucht noch Geld. Wir haben jetzt den letzten Kurstag und ich habe euch dabei, beziehungsweise Caro hat euch nur eine Stunde gefilmt, weil wir wollten die erste Mal angucken, wie diese läuft. Die war wesentlich schlechter, aber egal. Auf jeden Fall haben wir heute die letzten 2 Stunden und die erste ist bei mir schon um 8. Bei Caro ist sie kurz nach mir irgendwann. Und ja, dann fahren wir auch schon gleich los. Okay, wir düsen jetzt los. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Tschüss! Ich kommentiere euch jetzt hier nebenbei, denn eigentlich wollte ich den Originalton drin lassen, beziehungsweise ich habe den jetzt drin gelassen, aber man versteht das sehr schlecht und werde halt vielleicht dann doch wieder ein bisschen Musik überspielen und euch hierzu etwas erzählen. Genau, angefangen hat es, also hier seht ihr jetzt die erste Reiteinheit, also das ist das Video genau von der ersten Reitstunde. Und hier haben wir hauptsächlich an mir gearbeitet, weil ich hatte das Problem mit den Umsitzen. Also aus dem Wechseln und dann richtig umsitzen. Und deshalb konnte Freya das Gleichgewicht nicht bzw. sehr schlecht halten. Und ja, daran haben wir vermehrt gearbeitet. Genau. Hier haben wir jetzt hauptsächlich mit dem Trab begonnen. Und hier hatte ich halt eben die Aufgabe, immer aus dem Zirkel wechseln und vorne bei dem Tor hat mich die Freya halt dann doch immer wieder mal verarscht und wollte nicht auf den äußersten, auf den ersten Hufler gehen, sondern bog immer auf den zweiten ab, was ich dann aber am Ende der Stunde dann auch korrigiert habe. Genau, hier bin ich dann wieder aus dem Zirkel gewechselt und habe versucht bzw. mir Mühe gegeben, korrekt umzusitzen. Linksrum tue ich mich sehr leicht, aber auf die rechte Hand. Also wenn ich auf die rechte Hand trabe, also hier jetzt, tue ich mich leicht mit umsitzen, aber wenn ich auf die linke Hand wechsle, dann tue ich mich selbst schwer, das merke ich selber. Aber jetzt nach den Kurstagen läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Na, da hat sich Freya oft versucht, wieder noch etwas rauszudrücken, aber Fehlschlag, hat nicht geklappt. Und mit der Zeit wurde der Trab dann auch besser. Also unsere Aufgabe war hauptsächlich Zirkel reiten, aus dem Zirkel wechseln, dann wieder, immer wieder aus dem Zirkel wechseln. Also auf dem Zirkel bleiben, dann aus dem Zirkel wechseln und umsitzen und ja. Daran musste ich sehr gut arbeiten. Genau, hier ging es dann auch schon wieder weiter zur nächsten Reitstunde. Und da war eigentlich so gut wie wieder dasselbe Spiel. Am Ende der Stunde ist dann meine Trainerin selbst mal auf Freya geritten, denn sie wollte so eine Art Druckknopf bei ihr finden, wie wir bestens am Tölt arbeiten können. Denn Freyas Problem ist noch, in der Halle bzw. auf dem Reitplatz läuft sie noch passig, aber sobald wir auf die Ovalbahn gingen bzw. auf harten Boden liefen, dann lief sie taktler, also als wenn sie nie was gehabt hätte. Und in der Halle halt eben, als wenn wir nie was gemacht hätten. Also sprich, wie von vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, je nachdem. Hier sieht man sehr gut, dass er sehr, sehr passig ist. Genau. Und da war auch wieder dasselbe Spiel, sehr, sehr viel Zirkel reiten. Dann bin ich wieder in den Trab übergegangen, aus dem Zirkel wechseln und je nachdem. Genau, hier bin ich dann wieder getrabt
Beziehungsweise da war dann wieder dasselbe Spiel wie gleich bei der ersten Stunde, dass wir vermehrt an meinen Sitz gearbeitet haben, dass ich mich viel leichter tue beim Umsitzen und habe da auch Tipps und Tricks bekommen. Und ja, da lief dann Freya auch schon viel, viel gefestigter, beziehungsweise hier hat sie sich, war sie sehr unausbalanciert. Genau, und zu guter Letzt der Stunde ist meine Trainerin dann draufgegangen, um eine Art Druckknopf bei ihr zu finden. Was das Problem war, dass sie hier nicht halbklar tötet, weil sie hat schon gemerkt, sie lief auf jeden Fall viel gefestigter als letztes Jahr oder vor einem Jahr halt eben. Und jetzt müssten wir nur noch das Problem in der Halle lösen, damit sie der Takler tötet. Das konnten wir auch herausfinden und jetzt habe ich eine sehr gute Übung, wie wir das auch hinbekommen werden.